So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Mono Black Ham Combo gegen Esper Kitten. Zwei weirde Decks. Hallo, Mono Black Ham Combo hat den, hat das Europe. Eurovision Song Contest gewonnen, genau. Die europäische Legacy-Meisterschaft gewonnen. Das ist ein Mulligan gewesen. War das Mulligan auf 4 oder 5? What? Das war keine hohe Zahl. Argument Thoughtsies. Das Thoughtsies wird gebrainstormt. Ja, Esper Displacer-Kitten ist halt auch irgendwie spannend. Ach, den Jorion hat er gezeigt. Ja, Jorion hat er gezeigt. Ist ein Dark Red auf der Hand? Die Bowmasters gehen da weg. Blau-Weiß Image, ja. Baumasters gehen da weg. Weiß man nicht genau, wie jemand spielt. Hm. Was bist du denn? Ist das Ill-Gotten Gains? Nee, das ist was auf der Hand. Ja, kann sein. Nee, das ist hier ein 2-2 Human, der, wenn er ins Spiel kommt, alle gegnerischen Kreaturen -1/-1 kriegt. Ach so, ja klar, den kannst du mit Displays. Nee. Ja, eine Haufenweise Karten, Kreaturen runterdrücken. Dann hast du noch ein Ending. Das wird auch beendet. Mm. Aha. Solitude Brainstorm, zwei Länder. Strange. Ja. Weird Flags, Bro. Hm. Genau, das ist auf jeden Fall ein Ding. Strix. Strix zieht eine Karte. Die Karte ist der Bowmaster, wie wir wissen. Dann hat man schon. Das ist einfach komplett falsch rum. Zwei Mana. Ui. Doughty Whitewalker. Du hast keinen Friedhof mehr ab jetzt. So bad, tatsächlich. Boah. Land. Ich sag mal, Brainstorm kann hier halt die ganze Hand shapen und muss hier, glaube ich, auch langsam die ganze Hand shapen, wenn ich es richtig sehe. Weil ich sehe, da besitzt Jim Mirror auf der Hand. Ja, das heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendwas dagegen. Sehr stark, ja. Das ist halt so dumm, dass du damit aus nichts heraus was scalpen kannst. Du kannst halt vor allem 8 Helme spielen. Stimmt. Und wenn ja. du einen Helm durch 4 Khans ersetzt, mhm. bist du halt bei unendlich vielen Helmen und musst dich dann ist es fast schon relevanter, mit der Leyline, also die Leyline und den Doughty wegzubekommen dafür. Ja. Das ist halt schon krass. Das ist schon bitter. Ja, und Saga kannst du auch noch spielen. Ja, klar. Saga. Ja. Weil du kannst ja Verzauberungen opfern. Was mir festgestellt habe, ich werde das Deck-Tag zu dem Deck auch schon hochgeladen haben, glaube ich. Und wenn nicht, werde ich es noch machen. So oder so werde ich drüber reden, dass mir tatsächlich ein Lotus-Paddle im Deck fehlt. Es fehlt mir einfach ein Lotus-Paddle. Ach, damit du ein Artefakt da liegen hast, ja. Wo ich einfach mit Mana machen kann, was nicht Chromox ist. Ja, sehe ich. Chromox ist halt manchmal einfach ein Problem. Ja, ansonsten, da wird rumgeponnert, das hat brainstormt und was nicht alles. Das Problem an dem Jorion-Deck ist natürlich, das gräbt jetzt ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit nach irgendeiner Art von Antwort und vor allem, was sehr wichtig in dem Moment ist, nicht nur nach einer Antwort, sondern vor allem auch nach sowas wie Vorsorge und Ähnliches. Mhm. Ist noch ein bisschen schlimmer gezogen worden, krass. Aktuell fehlt dir halt einfach an Mana. Ist noch eine zweite Ursachsage. Hm. Oh, was kommt da? Bowmaster. Bowmaster plus Block into Kill. Das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Das ist schon Ping Block. Ne? Genau. Block mit dem Token. Also vor der ETB wird gebrainstormt. So ist es richtig. Genau. Ja, so ein Angriff auf den Ding, weil er dann schon gesagt hatte, kommt rein, pingt, blockt und nee. Erst wird gebrainstormt. Brainstorm finde ich, wow, noch zwei weitere von den Dudes, die nicht viel bringen. Oh, du hast auch nichts zum Fetchen drin, ne? Nee, ist kein Fetchen drin. Deswegen die Saga geht ja gleich. Ja, die Saga geht gleich zum Mischen, das ist korrekt. Genau, dann geht der noch drauf, dann ist das Feld komplett leer. Das Witzige ist, da sind zwei Combo-Decks, die einen crappy Beatdown-Plan haben. Ja. Da wird die Ursachsage getötet, damit gesucht. Wahrscheinlich für eine Leyline. Du brauchst halt, je nachdem, was auf der Hand ist. Man braucht ein Mana mehr. Man hätte ein Mana wahrscheinlich gebraucht. Shit. Eine Sheoldred. Ach du Scheiben.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So nach dem Motto, wenn du... Okay, okay. Okay, wahrscheinlich hat man dann einfach einen Exile-Effekt auf der Hand. Ein Bowmaster? Was? Was? Okay, ich habe keine Ahnung, ich distanziere mich von diesem Helmspieler. Ich habe keine Ahnung mehr, was dieser Mensch sich gedacht hat. What the fuck? Warum? Also, das Deck kann auch einen Midrange-Plan haben. Das Deck kann auch einen Beatdown-Plan haben. Ist kein Problem. Das macht das Deck auch sehr gut. Mhm. Aber gefühlt hatte man hier einen Combo-Win und schmeißt ihn jetzt weg für einen nicht so safe Midrange-Plan gegen ein Control-Combo-Deck. Das wild. Irgendwie weird. Das ist auf jeden Fall wild. Ja. Jetzt hast du immer noch den nicht. Dude, der quasi das ihren ganzen... Was? Was? Das ist ein... Ist das ein Teferi? Ja, und da drunter ist auch ein Teferi. Kann das sein? Sieht so aus. Und Fetchland. Ja. Das kann... Shoot. Pump. Ja, das vergessen viele noch. Ja, das war wahrscheinlich vergessen, weil man hat ja den Dude auf der Hand, mhm, der wird zwei meiner allen Kreaturen -1/-1 gibt, was einfach eine perfekte Antwort für den Bowmaster ist. Ja. Aber jetzt den Dings nicht mehr wegkriegt, den Token. Was hat man denn beim Bowmaster geschossen, auf der Rank? Ach, den Bowmaster. Den Bowmaster. Was ich auch eine weirde Entscheidung finde, weil man zieht halt eigentlich, ich glaube, da ist keine einzige Karte drin, die Karte zählt. Ilgotten Gains zieht keine Karten. Ne, Ilgotten Gains nimmt auf die Hand. Bäh. Ja. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Weird. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Kittendeck hier relativ stark unterwegs. Ja, du hast halt, beide haben, also Kitten braucht mehr Setup. Ja. Und, aber Helm ist halt nicht so stark im Midrange-Plan. Ja. Ach, der kostet 3 Mana. Ja, kann aber gedasht werden, tatsächlich. Ah. Und damit geht er wieder auf die Hand dann. Ja, ja. Uiuiui. Ui, ui. So, da hat man noch einen zweiten Mirror. Siege the Mirror, opfert zusätzlichen Token. Hm. Jetzt wird man wahrscheinlich auf die Leyline gehen. Oder schon wieder auf den Bowmaster. Der Bowmaster wäre hier echt weird, wieder nochmal zu gehen. Vor allem, nachdem man den Token hier geopfert hat. Nee. Das ist eine Leyline, okay. Okay. Dann. Weil es ist noch ein zweites, glaube ich, ein drittes, glaube ich, auf der Hand. Wow. Wenn das Control-Deck einfach mal keine Antwort hat. Mhm. Wird da überlegt? Man weiß es nicht. Ich glaube, da wurde kurz geguckt, ob der irgendwie einen Schaden auch an den Spielern schießt. Ach so, ja, passiert ja manchmal. Da gibt es 2, 3? Ja, das ist 2/2. So, jetzt ist die Frage, was passiert da noch? Erstmal ein Land spielen. Mehr Länder Double Blue und White. Da kommt dann der Yorion auf die Hand. Damit hat man potenziell eine Pitch-Karte. Damit muss man halt rechnen, wenn man nur Black Helm jetzt ist. Ja, da ist zwar nichts auf der Hand im Blau, aber da ist halt noch der Solitude. Das gammelt da schon seit Ewigkeiten rum. Ja. Sucht man das Deck nach einem Helm of Amelia. Surprise, surprise, Motherfucker. Das ist so strong. Das ist so dumm. Yo, yo. Was kostet die Karte mittlerweile? Fofi. Ist okay. Siege. Ach so. Nee, die kostet auch ein Fofi. Ja. Humane Preise für Legacy, was soll denn? Vor allem, wenn du dir überlegst, dass Besieged Mirror halt noch günstiger ist wie die Shieldred. Du kriegst für eine Shieldred 2 Besieged Mirror. Ich sehe bei 100 Euro. Knapp, ja. Boah. 80, 90 was mit Drehung. Ja, die an dieser Stelle bitte Werbung für meine Patreon einfügen. Danke an meine Patrons. Ihr seid die Größten, das wisst ihr. Und wir gehen in Game 2. Sideboarding ist, glaube ich, bei beiden Esper-Kitten vielleicht Artefakt-Hate, aber da kann man ja auch nicht so viel von spielen, weil man ja selber auf einem Artefakt-Combo-Deck ist. Ja. Und Mono Black Helm hat einen Sideboard, wo es eine zweite Combo drin hat. Ich habe da eine Chain
Smog of Chain of Smog Combo im Sideboard. Auch ich wechseln kann, wenn ich möchte. Falls irgendwer gegen den Helm bohrt. Ja, genau, weil es gibt halt haufenweise so Leute wie Needle, also so Dinge wie Needle oder sowas wie einen Nyrod, kriegt das Deck halt nicht weg. Nö, du hast den schwarz-grünen Artefakt, hey. Also keinen guten. Keinen guten, der gespielt wird. Und das ist halt wirklich bitter. Ja. Da kannst du halt einfach mal, ja klar, Mono-Black-Helm-Kombo. Dann ist ja auch eine AB-Kombo. Das heißt, du brauchst ja nur einen Teil und ein Besieged Mirror. Beide Spiele übrigens nicht mit Leyline gestartet. Ach ja, der Deck spielt ja Leyline. Ja. Ja, ist immer schön. Die zieht man dann wahrscheinlich auch immer nach. Erste Karte man zieht, Standard. Ja, ist immer schön. Du malst auf 5. Das ist Surgical. Das ist wild. Ja, okay, du kannst die Besieged Mirror rauskriegen. Und so viele Forces. Also ich glaube, man muss hier jedes Force behalten, das man zieht. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte das so gedreht, dass du das Surgical ziehen kannst. Ist da auch ein Scam-Package drin in Mono Black Helm? Ich glaube, es sind Griefs drin, aber wobei, da bin ich mir nicht sicher. Was Dark Riddle. Ah. Oh, ist das widerlich. Das ist strong. Den kannst du forcen, safe. Das ist ein, muss das ist ein, geforced werden. Das ist eine Hymn Plus. Ja. Boah, das ist natürlich auch gut. Der ist halt auch im Sideboard als 2-off oder 1-off oder, nee, 2-off, 2-off oder 3-off sogar. Weil der ist wirklich gut gegen solche Decks. Und das ist halt der Plan C von dem Deck. Im Notfall ist es halt immer noch ein Mono-Black-Aggro mit einem Beatdown-Plan. Ja, die Konstrukte sind ja einigermaßen okay. Der kann halt auch übel werden, gerade wenn du wie Esper Kitten wahrscheinlich nur Ryzen weißen Removal hast. Ja, ich wüsste jetzt, glaube ich, nicht, was das da ist. Ein Engine Tomb. Da rennt der halt lachend dran vorbei. Engine Tomb sind 2 Damage. Uff. Frage. Wahrscheinlich ein Leyline Top Deck. Eine Sheoldred. Sheoldred ist auch sehr geil. Vor allem mit dem Shadow Spear. Ach du Schande, ja. Shadow Spear macht die halt echt eine Menge Damage und eine Menge Leben. Ja. Aber auch alleine ist sie sehr. Hat die selber nicht Lifelink? Die kriegst du ja eh Lifelink. Death Touch tatsächlich. Ja, Death Touch, dann hat die Lifelink Trample Death Touch. Ja, Trample Death Touch eh beste Kombi. Ja, Trample Death Touch und dann noch am besten noch Erstschlag. Jo. Einen Schaden und dann Feuer frei. Jo. Gib ihm. Das ist eine Layla auf der Hand tatsächlich. Oh. Mhm. Da wird auch so in die Hand falsch umgelegt. Oh. Ups. Die Eier muss man auch erstmal haben. Nee, das war, glaube ich, einfach ein Fail. Ups. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Geh hoch 17. Boah, mehr Ancient Tombs. Miss Trigger! Ja, ja. So, gehst du jetzt auf 13. Er ist die Frage, ob man wirklich auf 13 geht. Stimmt, man kann hier auf schwarz drauf. Man kann hier auch hier wirklich, wirklich balls deep gehen. Equip. Beat. Für 5! Wow. Ja, immer noch zwei Dings gemisst. Dann zap, zap. Uiuiui. Ui. Ich glaube, Esper Kitten hat einen Snappy auf der Hand. Der freut sich jetzt richtig. Force of Negation. Okay, gegen die Sheoldred hat der nichts gemacht. Ne, da muss halt irgendwie ein Sword jetzt her oder so. Es wurde halt ein Kitten in das Force geworfen, was schon sehr viel aussagt. Man hat einfach kein zweites Land und kein Landdraw irgendwie. Nee. Tiferi würde halt auch schon helfen. Mhm. Alles würde irgendwas Karakas. Helfen. Karakas würde helfen. Ja. Gib man halt auf 3. Oh. Dann. Einfach mal ein Land. Nee, du gehst auf 1. In der Upkeep. Siege. Man opfert den Ding. Shadow Spear. Holt sich den Helm, man hat nochmal noch Floaten. Genau, jetzt natürlich die Frage, also man castet auch die anderen Spell. Dementsprechend kann jetzt der Helm kommen, man kann den Helm dann forcen. Aber die Sheoldred macht halt so platt. Ja, das ist Exile halt so sogar. Bums. Exile sogar der Helm. Ja, was ja okay. Ein Vorteil ist, wenn man castet. Was ein Vorteil ist. Was ein Vorteil ist. Ja. Und dann Surgical auf die Besiege.
Das ist ein Kanon zweites. Ui, und ein Doughty. Doughty. Ah, Doughty natürlich auch gleich richtig strong, wenn auf drei Leben ist. Shadow ist halt auch so eine Sache. Ne? Ja. Das neue Horsemanship. Mhm. Da sind alle vier raus. Und ich glaube, ich habe die Kombo nicht gebohrt. Was ist das denn? Ill-Gotten Gains, ne? Gute Karte. Wirklich gute Karte. Ich glaube, die Kombo wurde nicht reingebordet. Zweite. Ja, warum? Ja, normalerweise gegen Artifact Hate, tatsächlich. Ist halt die Frage, wie viel Esper-Kitten wirklich spielt. Ja, stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er muss jetzt eine Karte ziehen, danach kommt Kram und Kram. Ja, du musst ja jetzt einfach nur dein der muss die jetzt wegkriegen, die Shield wird, sonst ist er hier tot. Hm. Nope. Der kann die Dings knacken, genau. Und selber töten. Genau, das funktioniert nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.